Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World. Ja, wir haben das letzte Mal ja die Osmanen ein bisschen verarscht. Die kamen ja mit diesen Truppen, wir waren hier und gingen dann hier rüber und griffen die Stadt sofort an. Und jetzt schaue ich, ob Ungarn uns hilft. Ich denke schon, die sind nicht einfach dort und machen nichts. Hier wollten wir ja mit dem Kaufmann den Annexi, also übernehmen oder zum Aufgeben zwingen. Hier ist ein französischer Kaufmann, wo wir sehr wenig Erfolg haben, aber der wird uns nicht, hoffentlich, nichts machen. Und hier oben haben wir schon bewegt, nein, noch nicht. Dann ist es gut, da können wir hier noch bewegen. Das Schiff haben wir bewegt. Den auch. Okay. Da passiert noch nichts. Und jetzt wurde einer annektiert. Wie wär's mal mit Ungarn zuerst angreifen? Komm, das schaffen wir, oder? Dann machen wir doch das direkt. Das ist gut, dann haben wir keine Stadtschlacht. Und die zweite, also die große Gruppe, die macht ja nämlich mit, die ist zu weit weg. Also haben wir eigentlich eine gute Chance. So, Positionierung starten. Wir haben einen Geländevorteil. Dann machen wir doch die da oben, die greifen nämlich sowieso an. So, die Speereinheiten bitte zuerst hinmachen und dann gruppieren. So, die Bogenschützen, die werden wir hinten dran machen. Die Wehräger werden wir dahin machen. Da können wir auch noch gruppieren. Und hier auch. So, Bogenschützen noch kurz gruppieren. Und die zwei werden wir hier natürlich hinten dran machen. Auf locker bitte. So, Schlacht starten. Wir haben keine Chance, keine Chance. Hinter mir. Kommen von hinter mir, okay. Ah, die sind wegen der Stadt hier. Die war ja hinter uns. Und die haben alles unterschiedliche Schilde. Das ist ein großes Pluspunkt. Bei Rome Total War waren sie alle Klonarmeen und hier haben sie jetzt alles unterschiedlich. Auch Helme haben manche andere. Zum Beispiel der hier hat einen anderen Helm. Der hat einen Halbhelm, der hat einen normalen Helm. Und hier ist ein Stein. Okay, jetzt werden sie bombardiert von meinen Bogenschützen. Ja, die haben keine Chance. Aber besser treffen das nächste Mal, bitte. Oh, die schießen schon. Das ist nicht gut. Die können gar nicht, oh, die haben eine Mann-Gonel. Ja, das größte Problem ist halt jetzt, wenn wir hier eine Truppen, die Truppen verlassen. Ich werde den noch hier hin tun und den angreifen. So. Ah, die Reiter könnten wir danach mit diesen Herren angreifen. Oh mein Gott!
Episch Fail. Das war ein epischer Fail. Okay, die kommen gar nicht hier hin. Und wenn, dann verlieren sie. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Tötet sie, ja, tötet sie. Oh, die sterben gut. Dann werde ich doch mal mit dem hier. Nicht mit dem hier. Der muss hier bleiben. Mit dem hier werde ich die Truppen dort hinten angreifen. Greif mal die hin an. Du greifst die an. So. Was können wir sonst noch machen? Nein, die greift jetzt die nicht an. Weg da. Ah, greift sie doch an. Doppel. Ja, jetzt. Klug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Hier haben wir doch, das sind Wehrjäger, die können doch rennen. Dann rennt doch. Rennen, nicht schleichen. Oh. Huhu. Fast alle getötet. Den Feind hat er schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Die Reiter, wo sind sie hier? Die haben keine Chance. Die sind nicht gut im Nahkampf. Oh, ist einer gestorben. Oh nein, nicht hier. Geh weg. Da kommt eine Speereinheit. Greift ihr die an. Von hinten. So. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Da ist noch eine Armee. Okay. Dann nehmen wir die doch mit. Tun die hier hin. Ah, hier können wir angreifen. Die müssen wir mal mitnehmen. Das sind die. Die werden angegriffen. Haben nicht so gute Chance. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass die da nicht zu früh kommt. Okay. Die hat nur 31. Wieso sind die so stark? Klug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Ach, kommt doch, wo sind die Einheiten, wenn man sie mal braucht? Hallo? So kann ich die nicht angreifen jetzt. Hier sind überall noch Truppen, die ich einfach nicht einsammeln kann, weil sie einfach zu weit weg sind oder so. Ich habe keinen Überblick mehr. Ihr müsst hier hinkommen, ihr dürft sie nicht verfolgen.
Ah, wieso ist das nicht automatisch? Greift sie doch mal an. Oh. Weißt du, sie sind gleich nebendran und greift sie nicht an. Jetzt hauen sie sogar ab. Strunzdumm sind sie. Die sind strunzdumm, die werden nur die Kleinen angreifen. Ah, greif doch mal an. Hast du das Rennen vergessen? So, jetzt. Hab ich denen nicht gesagt, sie sollen hier hinrennen? Okay, dann brauchen wir alle Soldaten, die ein bisschen weg sind noch. Hier zum Beispiel. Jetzt ist es Schluss. Hört auf mit dieser Pallax und kommt zu mir. Ja, die werden angegriffen. Ah, die dummen Säcke. Werden wahrscheinlich jetzt angegriffen. Komm jetzt. Das können wir echt nicht haben. Greift sie an, ihr greift sie an. Und ihr kommt hier hin. Ah, und die haben sich wieder regeneriert. Dass die keine Angst haben. Wo sind das Bogenschützen? Die zwei. Aufstellen. Ja, aber nicht. Ah, Bogenschützen. Ihr seid strunzdumm. Wegen euch habe ich ein paar Einheiten verloren. Oh, wieso ist die KI so schlecht in diesen Spielen? Sie werden nie überarbeiten. Total War 2 sind sie sogar noch schlecht. Ein bisschen mehr könnte. Ding. Was ist das eigentlich? Rummelplatz? Wir haben hier zwei wichtige Einheiten, die nichts machen. Hey, du musst hier hin. Wo sind jetzt die Sperreinheiten? Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Mach doch irgendwas. Das ist ja schlimm. Okay, ihr könnt jetzt nach vorne kommen, aber greift bitte nichts mehr an. So, hier vorne ist noch eine Einheit irgendwo. Ja, wenn ihr nichts macht. Wenn ihr nicht mal nach Hause kommen könnt. Und nicht mal rennt. Wenn man euch das sagt, dann ist der Schluss. Dann sterbt ihr halt. Ah, und der rennt auch nie. Was soll man machen? Ich habe im Rome Total War immer mit Doppelklick rennen können und hier rennen sie nie. Was sind das? Nafun-Schießstände. Greift ihn mal an. Und die Bogenschützen auch. So, und wenn die endlich fertig sind, kann man die dann auch anholen. Oh Gott. Greift sie doch an, wenn sie abhauen.
Okay, ich muss zurück. Ich muss hier hin. Blöd, blöd, blöd ist. Nein, ihr geht hier hin. So, die nächsten sind tot. So, sehr schön. Bogenschützen hier hinkommen. Hier ist das Wichtige. Zum Beispiel hier hin. Die verfolgen. Nafun angreifen. Nur noch die Hälfte der weiblichen Streitmacht ist übrig. Angreifen. So. Jetzt. Leider nicht so gut getroffen. Kommst du mal mit, bitte? Hallo, renn doch bitte. Dummheit ist halt erblich. Ja, jetzt bleibst du im Rennmodus. Fertig. Bisschen schneller vielleicht. Oh mein Gott, treffen die viele von uns und so da. Wie wär's mal mit schneller? Unser Feind hat nicht mehr den Mumm zu kämpfen. Wir müssen unseren Vorteil nutzen. Greift mal die an. Nein, die an. Die sind mehr. Ja, Amber angreifen. Ah, und die werden beschossen wieder. Ja, greift sie doch an. Ich habe doch vorher gesagt, ich soll so einen Angriff. Ah, die stehen nur herum. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist schon der jetzt Sieg unser. Er ist schon jetzt unser. Oh Gott, diese... aufzuschießen. Wo haben die denn noch Problemchen? Nirgends eigentlich. Die sind weg. Dort hinten haben wir noch eine Einheit. Eine Einheit. Der Allmächtige sei gepriesen! Unser Feind hat nicht mehr den Mumm zu kämpfen. Wir müssen unseren Vorteil nutzen. Hier hat es noch zwei Truppen. Die sind alle zerstreut. Und da drüben.
Tötet die noch, komm. Nein, ohne Bogenschützen. Ohne Bogenschützen. Sehr schön. Ha, die werden überrannt. So. Flieht ihr nicht über die Grenze? Die sind zu dumm. Die können doch den Berg hier nicht nach oben. Musketier. Wo sind die vier Musketiere? Nirgends. Ach komm, das schafft ihr noch bis dorthin, oder? Ja, aber jetzt müsst ihr rennen. Wieso rennt ihr plötzlich nicht mehr? Okay, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Vor allem, wenn er nie rennt. Ah. Oh. Ah, rennen. Rennen. Ist der müde? Ich glaube, der ist müde. Der Trupp ist müde. Und sie hauen nicht ab. Doch, jetzt hauen sie wieder. Aber jetzt kommen wir. Schade, es reicht nicht mehr. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben. Ja, genau, wenn sie auf, ach, in die falsche Richtung reiten, ja. Sie wollen nicht aufhören, weil sie noch nicht fliehen. Okay, jetzt werden sie zerstückelt. Ja, hallo. Der Allmächtige sei gepriesen. Unser Feind hat nicht mehr den Mumm zu kämpfen. Genau, genau in die Speereinheiten. Komm. Okay, dann bringt es nichts mehr. Doch. Und jetzt sind sie drüber. Okay. Die gesamte Christenheit, dann haben wir noch 10 Einheiten besiegt. Haben, bewundern. Was klarer Sieg, das ist doch nicht klar gewesen. Das war heroistisch. Erfahrung erlangt, Leibwache des Generals. Okay. Immerhin einen. Aber eben, wir haben so gut gekämpft, wir haben so viel erledigt und wir bekommen keine Erfahrung. Das ist ganz normal in Resident Evil 2. Bei Rome Total War hat man immer wieder richtig gute Erfahrung bekommen. Das ist gut. Gott hat den Gläubigen den Sieg geschenkt. Unser Mut hat gesiegt. Diese Länder gehören nun euch, Herr. Easy Mode. Und wir haben eine Alchemisten-Gilde. Ja, nehmen wir natürlich an. So. Niedrig. Einen Hafen, sehr wichtig. Was haben wir denn für eine Religion? Ja, ist natürlich schlecht. Zuerst eine kleine orthodoxe Kirche. Einen legendären Kommandanten. Eine weiße Weste. Sehr schön. Befehle? Und dann könnt ihr hier reingehen. So. Nein. Ja. 71.000, das ist doch schön. Eine Kirche hier hin und ein Katapult bauen, sehr wichtig. Und ich weiß nicht, ob wir ein zweites Schiff bauen sollen. Nein, noch nicht. Bogenschützenmiliz. Sehr schön, Rundenbericht. Ja, Militär ist da zurückgegangen. Oder die anderen waren besser, also haben mehr Einheiten produziert. Veteran, Kaiser Alexander und ein Obsidian durch.
Okay. Ja, der Katapultmacher, den habe ich verstanden. Wir haben eine orthodoxe Kirche gebaut. Okay, alles mit Franzosen. Ah, weil sie Krieg gemacht haben mit dem HRR. Sind sie jetzt auch getrennt worden von diesen Bündnissen, weil sie natürlich zusammen verbündet waren, die vier. Okay. Ja, mein Herr. Jetzt machen wir das für die Mission nochmals. Und, jetzt müssen wir hier noch, ja, zuerst mal den Open, den vergessen wir sonst wieder. Ist mir eine Ehre. Bin unterwegs. Also wie gesagt, wir gehen runter nach zu den Mongolen. Euer Befehl? Ihr habt einen. Ich möchte einen Bündnis mit ihnen. Nun, aber vielleicht denken wir nochmal darüber nach. Ja, was? Beziehungen sehr gut, also bitte. Bin unterwegs. Hier. Ach Gottchen. Eine Pause ein, mein Herr. Dann werden wir halt das Heilige Römische Reich. Ding. Werden wir dort unsere Beziehungen verbessern. Ich bin bereit zu handeln. Das liegt in unserer beider Interesse. Ja, mein Herr. Wer ist schlimmer? Der oder der? Möchtet ihr neue Handelsstraßen errichten? Ich bin bereit. Der kann man annektieren. Und dann gehen wir nieder mit ihrem Handel. Für immer. Es geht um hierhin. Geld, mein Herr. Weites Merkmal, Erbsenzähler. Erfolgreiche Übernahme. Ich bin es sicher, wir kommen ins Geschäft. Und gegen den haben wir jetzt eine Chance. Also der wird uns nicht kein Problem haben. Aber jetzt müssen wir ihn noch ein bisschen ausbilden. Hier ist ein timoritischen Diplomat. Wo haben wir unseren? Gehen wir doch ihm eine Frieden, also ein Handelsangebot geben. Und ja, können eigentlich die Runde wieder beenden. Speichern B11. Sehr schön. Die besiegen hoffentlich die Einheiten. Sehr gut. Du hast sowieso keine Chance, gib's doch zu. Wieso greifst du mich dann an, in einer Stadt sogar? Der Feind belagert uns, aber Gott ist mit uns. Oh. Und sogar noch eine Meister-Alchemisten-Gilde nehmen wir natürlich an. Ich muss schauen, was das bringt. Hier noch Truppen ausbilden, da können wir nicht. Die haben nicht mal eine Kaserne. Also es bringt das Bonus öffentliche Ordnung durch Gesetz minus 5%. Erfahrungsbonus für rekrutierte Schießpulver für Truppen. Und nochmals Erfahrungsbonus. Globale Wirkung sogar. Okay. Jetzt möchte ich gerne. Ja, da muss man noch warten. Könnte man das die wegsperren? Nein, lassen wir das. Jetzt haben wir alles grün und gut. Portugal, wie reich sind die denn? So, haben wir den? Haben wir keinen Hafen? Wir müssen doch einen Hafen ausbauen. Oder ist das schon der höchste Hafen? Ja, dann denke ich mal, Farmgemeinschaft wäre schon das Beste. Oder wenn wir hier Ställe, Schützenplatz ausbilden, haben wir Trapuziner, Bogenschützen. Neu. Nein, wir werden zuerst Farmgemeinschaft. So wichtig sind die Bogenschützen auch nicht, wie sie tun eher nerven. Jetzt werden wir hier vor allem einen. Ja, die Minen werden wir machen. Wir brauchen Geld. Der Ledergerber, den mache ich immer dann später.
So, wollen wir die Schlacht wanken. Aber zuerst werden wir noch kurz meine Herr, hier runtergehen. Durch die Wüste. Dorthin kann ich nicht reisen. Aber mein Herr, dort kann ich nicht hin. Ich bin bereit. Da kann ich nicht hin. Euer Befehl? Selbstverständlich, mein Herr. So. Die müssen wir wahrscheinlich mehr belangen, oder? Zwei Runden. Okay. Nächste Runde haben wir die Mission geschafft. Ich bin Gottes Diener. Dann kann ich eigentlich den hier hinbringen. Der hat ja genug Gott. Jetzt. Ja, der hat schon recht viel. Ah, weil er nichts ausbildet. Neuen Priester. Dem geht's ja. Gut. Ja. So. Eben mehr Spione ausbilden oder so wäre noch natürlich gut. Geht es nicht. Hier können wir einen Spion ausbilden. Haben wir denn hier irgendwo einen Spion? Golden Florine, ich nehme bei. Ist überall Kaufmänner, das, da müssen wir aufpassen. Wir haben doch irgendwo einen Spion gehabt. Oder hier noch nicht. Scheinbar nicht. Also ich sehe nichts. Schauen wir mal in den Städten nach. Jawa, mein Sultan wünscht euch den Tod. Nein, wir haben keinen Spion. Im Schiff auch nicht. Eure Befehle. Okay. Egal. Ja, die haben halt natürlich keine Chance. Okay, dann müssen wir leider angreifen. Ist mir eine Ehre. Sehr gut, mein Herr. Geh nicht einfach hier weg, ich muss mit dir reden. Hier werde ich für die Nacht rasten. Mangonell, cool. Das können wir gebrauchen. Jetzt gehen wir hier runter. Ja, mein Herr. Wir segeln morgen weiter, mein Herr. So, Mangonell ja, hier. Er teilt mir einen Befehl. Eure Majestät, abrücken. So. Mein Herr, ich bin bereit zu handeln. Jetzt schauen. Kleine orthodoxe Kirche. Also sollen wir die Mangonell verkaufen? Also auflösen. Das Problem, die sind sicher recht teuer. Ja, Felsbrockenschleuderer, gut. Aber, ja, Unterhalt ist nicht so teuer. Zum Führen bereit. Mein Herr. Dem geht's nicht so gut und der wird wahrscheinlich annektiert von dem. Ja, mein Herr. Geh mal hier rein. So. Mein Herr. Können wir den mit 40% das schaffen wir nicht. Okay, ja, mein Herr. Ist mir eine Ehre. Bin unterwegs. Hier lege so, ich eine das Schiff auf. Haben ja? Wir bewegt. Edler Herr. Die hierhin. Und jetzt, hier werde ich für die Nacht rasten. Müssen wir uns rüsten, wie gesagt. Ich könnte die Truppen hier wieder runterbringen. Ja. Die Stadtmiliz bleibt hier. Eure Majestät, ja. Er ja, so. Mir einen Befehl. Hier auf die Straße. Befehle? Die zwei kommen mit. Er teilt mir einen Befehl. Kann gar nicht. Golden das Katapult kommt mal mit. So, und die da ja, Herr. Greift jetzt ja. An. Werden Sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. So, jetzt haben wir die noch.
Ja, komm, nicht laden. Ah, die ist Nachttote. Stimmt. Bereite Hinterhalt vor. Versteckt so. Unsere Truppen vor dem Feind, mein Herr. Ich brauche hier unbedingt dann noch eine Ortswache. Meine Herr? So, ausbilden unbedingt. Ausbilden. Ausbilden. Eure Befehle? Gut, können wir hier noch drei. Eure Majestät. Nein, bis Befehle? Dorthin kann ich nicht. Ich könnte aber Eure die drei Majestät hierhin tun. Mein Herr. Hierhin, nicht dahinter. Abrücken. So. Ja, da kommt die nächste Runde. Die neue. So, mit den Spionen gehen wir mal ein bisschen das Reich erkunden, wie viele Einheiten die noch haben. Ja, sicher, ganz klar. Für 2500 Gurten sofort die angreifen mit Riesenarmee. Wir müssen unbedingt hier den Weg blockieren. Wenn das überhaupt geht. Wir gehen jetzt einfach hier in den Weg. Stellen uns hier in den Weg, egal ob es geht oder nicht. Das schaffen wir niemals. Das sind zwei große Truppen. Oh, da haben wir ein paar Einheiten. Eure Majestät. Zu wenig. Erteilt mir einen Befehl. So. Teilen die Truppen. Der Rest geht hier nach oben. Mein Herr, heute ziehen wir nicht weiter. So, ich werde kurz die Aufnahme kurz beenden und wieder anmachen für den nächsten Part. Bis gleich.